Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Heute wieder mit der Lili und der Babysimmer am Start und wollen jetzt endlich unsere neue Base aufsuchen. Ja! Yeah. Aufsuchen. Attacke, ich habe jetzt gerade aus Versehen schon zweimal gegen die Tür gehauen. Ja, einfach Randale, Karl. Echt, also du? Innenstadt. Verteilen wir uns und suchen? Wenn jemand. Echt? Oder bleiben wir zusammen? Mir ist egal. Also zusammenbleiben. Ich sterbe eh irgendwann. Nein, ich auch. Ich habe nur noch 60%. Ich friere halt, ne? Belasten. Ja. Und? Unter einer Fackel was? Igen. Ja, ich glaube. Ja, eine Fackel bringt was. Fackelklaus? Der Fackelklaus bei der Kälte, ja. Es wird ja schon. Oh, da oben sind Kisten. Da sind aber schon ganz viele Bauarbeiter. Also, wir wollen erstmal jetzt uns eine Base suchen. Ja. Eine solide Base, weil ihr sagt hier, der Bloody Moon ist gefährlich. Ja. Hier wäre halt so ein schönes Haus, aber ich weiß nicht, ob Bibi das schön findet. Wo ist hier? Ich sehe nur, wer ist hier? Hab ich euch verloren? Ja. Mit dem Test, wir sind doch gerade erst losgelaufen. Wo seid ihr? Ganz woanders. Bei Poppenpilz. Ja, und ich bin hier runter die Straße jetzt. Und wenn wir jetzt ganz runtergehen. Dreh dich mal um. Ja, ich hab euch gesehen. Aber wenn wir jetzt ganz runterlaufen, dann steht da so ein Haus für sich quasi. Okay. Vielleicht auch ein bisschen besser, ein bisschen abseits, oder? Guck mal, hier wäre ein schönes. Aber du wolltest ein Klinkerhaus. Ja, ich wollte ein Klinkerhaus. Oder das. Aber das kann man nicht zumachen. Für diese Ansprüche hier. Und? Hey, meine Fackel. Einfach so in der Luft. A friend. Ja. Yeah. Ein Huhn. Und? Ein Huhn. Das ist halt ein Farmer. Ich dachte, das hier. Das sah irgendwie ganz süß aus. Wo ist das Huhn? Wo ist denn das hier? Ja, das hier. Hütchen! Hört so ein bisschen was von Horrorhaus. Oder? Da wollen wir rein, oder was? Ja. Ich versuche gerade, das Huhn zu kriegen. So eine Hommage an Phasmo, so wie das aussieht. Das ist ja Phasmo-Haus. Ich weiß nur nicht, ob Bibi das genehm ist, tatsächlich. Das kann ich dir nicht sagen. Wo denn? Die Straße einfach weiter runter. Wer geht denn da? Ein dicker Zombie. Hier das? Das ist kein Backsteinhaus. Können wir das nicht aufwerten? Ja, kann man. Aber das würde zu lange dauern. Aber auf jeden Fall würden uns auf alle Fälle die erste Nacht ganz schön wehtun. Aber hier gibt's keinen Klinker. Ich glaube, das sind alles so. Doch, die großen Häuser, aber da kommen halt auch die ganzen Zombies rein. Unser Phasmo-Haus ist doch cool. Ich werde mich mal die Map öffnen hier. Verinnerlichen. So, wie kommen wir jetzt am besten rein? Hier ist alles versiegelt. Dann machen wir die Haupttür auf, oder? Ja, Vorsicht, da sind diese. Aber wir können auch. Können wir durchs Fenster? Oh, nee. Wir könnten eigentlich auch durchs Fenster. Huch. Ach, komm schon. Treff's nicht. Kommen sie rein. Hab dir extra Platz gemacht. Oh. Huh? Minus eins. Oh, oh. Von hinten oder von da drinnen? Von drinnen. Von da drin. Ich glaube, ich habe ein Backsteinhaus gefunden. Als ob. Eine rote Villa. Rote Villa? Aus Beton. Geht mal die Straße geradeaus runter. Jetzt müssen wir will umziehen. Ich will kurz ein Phasmo-Haus einbrechen. Nein, Sven, wir gehen jetzt zu Bibi. Wir können da jetzt noch nicht einbrechen. Okay. Wir brauchen uns ewig. Wo ist denn jetzt Bibi? Da unten. Noch einfach die hier wieder die ganzen Trullers stehen lassen. Nö, die sind einfach auf die Straße gerannt. Die Zappeltanne. Ja, das nennt man wohl auf den Strich gehen. Oh. Ging sie tatsächlich gerade? Ja, deswegen. Von hier aus. Platsch. Platsch. Die Kasse wurde schon geplündert, ne? Glaubst du das? Ich war's nicht. Ich wollte gerade ein bisschen Cash holen. Das war Lilly, garantiert. Ja, das immer so. Hä? Musst du mit der Strichtante zurechtkommen? Mit der Strichtante. Oha. Ey, mit einer richtig geilen Auffahrt hier und alles. Das ist ja auch ganz nice, ne?
Lässt sich auf jeden Fall leben, würde ich mal sagen. Ja, und das Zeug hier, das ist Beton und das kriegen die nicht so schnell kaputt. Warte mal, wir haben Toten erstmal in unserem Vorgarten. Aber ich habe ein schönes Gartenabteil, um ich muss Sachen mal eben ganz kurz hier was weghacken. Oh, ach du bist das, ich wollte dich schon über dir rüberhauen. Nee, bitte nicht. Ich brauche mich noch. Das kam so angesneakt, weißt du? Bist du tot oder nicht? Okay. Ach, guck mal, die Bäume, die können wir weglatzen. Dann kann ich hier Beete rausmachen. Alter, jetzt habe ich doch tatsächlich den Boden eingekloppt, oder was? Bibi, mach unser Haus nicht kaputt. Wir haben sogar einen Pool. Nö. Seid ihr alle da unten tot? Warum passiert mir immer sowas? Das ist nicht lustig. Sven, wie komme ich raus? Ah, Leiter, okay. Oh mein Gott, mein Herz. Aber stopp. Wir können auch einfach durch die Tür, durch die Fenster gehen, aber wir müssen die nachher wieder zubauen. Jetzt bin ich ja ein bisschen... Ben, ich glaube, ich habe was gefunden. Wo sind wir denn hin? Ein Geheimeingang? Weiß ich nicht. Meinst du, wenn wir das da kaputt machen, was 5000 hat, dann kommen wir irgendwo hin? Oh, wir probieren. Nein, da kommst du nicht weiter. Das ist, warum? Sagt wer? Toll. Ich krieg das nicht kaputt. Das kann eine Weile dauern, du. Aber ich krieg's auch gar nicht kaputt. Ah doch. Oh ja. Habt ihr Holz mit? Wir müssen nachher die Türen hier wieder zumachen. Ja, ich hab Holz dabei. Ich kümmere mich um den Garten. Wie sitzt denn da? Uah. Dann habe ich schon mal eins mitgegeben, du. Der hat nicht mehr viel. Oh Gott, wie viel. Ui. Oh. Muss mich kurz ein bisschen... Ich sehe schon, ihr habt Spaß. Oh. Ja. Er hat einfach Backflip gemacht. In your face. Brutales Wesen. Ah, finde ich gut so. Immer drauf, wo wir Ome. Lehrergrill, Alter, ihr seid voll die Trüffelschweinchen. Trüffelschweine. Da war ich durchgebranntes gut. Fleisch drin, das war nicht gut. Das ist gut, ja. Was ist denn hier? Der kommt aus dem Schrank, warum ist der im Schrank? Ja, das gibt öfter mal. Die fallen noch von der Decke und allem. Oh Gott, ich hab Angst. Alter. Siehst du einen Krach da unten? Ihr macht die ganzen Zombies hier oben wach. Oh nee, oh nee, oh nee, Kollege. Ey, Frieden und so. Geh auf. Wow. Au. Brauch Hilfe. Keine Ausdauer. Garage. Er hat gelbe Augen. Oh, ich hab auch gerade hier, warte. Das Garage. Oh, meiner ist tot, alles gut. Aber ich geh hoch. Oh, hier oben ist einfach voll verwinkelt, ne? War schon finster, du. Psst. Finster war es der Mochi. Okay. Okay, du bist eindeutig tot. Was geht hier für eine Party? Da geht's hoch. Leichen und so. Herrlich. Oh, das wird mein Zimmer. Oh nein. Anni, du bist jetzt wach geworden. Ich habe keinen Krach gemacht. Hör auf damit. Ja, wir müssen eh gucken, dass wir uns hier oben verbarrikadieren, damit die hier... Ja, hier sind schon ganz schön... Regnet's rein. Oh Gott. Aber hier regnet's überall rein. Da kommen ganz viele Zombos. Wo? Oh. Tür verschlossen. Vor unserer Haustür. Warum? Ah. Rettet Bibi. Oh, Bibi hat... Voll der Lucky Die hier, ey. Bin auch gleich da. Bei dir? Ja. Rennen noch mehr rum. Meint ihr? Ich hier mittlerweile einen komischen Anziehsachen-Stil? Ja, ich weiß.
Die Tür ist verschlossen hier. Kommen wir da, ja. Kommen wir da rein? Aufmachen. Oh ja, ich habe ein Badezimmer für mich gefunden. Voll schön. Oh Gott, Zombie. Ich stehe hier nur noch Bahnhof. Hallo, raus aus meinem Schlafzimmer. Mit meinem schönen Fernseher. Digga. Hä, was? Oha, Sven! Doggo! Hör zu. Oh, warum? Der ist in deinem Schlafzimmer drin, das ist deine. Oh nein! Doggy! Mach die Tür doch nicht kaputt, du hässlicher Hund! Ey, mach bei mir die Tür auf. Au, ich sterbe. Au, ich sterbe. Ich hab keine Ausdauer mehr. Oh mein Gott. Der Hund. Oh mein. Ich glaube, der Hund ist tot. Oh, warum kommt er hier rein? Alle her. Au. Oh Gott. Oh mein Gott. Bibi, wo bist du? Hier hinten. Helf mir. Ich hab ein bisschen was zu essen dabei. Ich hab Hunger. Hier oben liegt ein toter Hund. Ja, das ist gut. Der macht ja Gift. Ja, der darf dich auch nicht berühren und du darfst ihn nicht berühren. Wer macht Gift? Polizist. I. Der Polizist. Außerdem nimmt er uns gerade die ganze Wohnung auseinander. Ich glaube, ich opfer mich, kommt. Ja, nee, ich lass mich mal. Wo ist er denn? Ich bin doch auch fast tot, alles gut. Ich bin tot. Ach, scheiße. Aber er auch. Hier, friss dich! Bibi! Lecker! Geh runter von hier! Ich sehe nur deinen Namen durch die Gegend fuseln. Geh runter! Hält er denn aus? Achtung, der explodiert zum Schluss. Oh, Scheiße. Was? Oh Gott. Mein Schlafzimmer! Ich will's nicht mehr. Ja. Ich komm da mal zu euch, glaube ich, wa? Pass auf, der hat ein Loch in den Boden gehauen. Nee, Tatsache. Boah, wow, ich muss alles wieder reparieren. Was kommt denn da jetzt noch? Das gibt's doch nicht. Irgendwie kommen hier immer mehr Zombies, anstatt weniger. Das stimmt. Oh. Sven, der will mich nicht. Der kommt direkt zu dir gerade, ne? Ja, ah, jetzt will er mich. Ich kipp rum. Halt gleich aus dem Latschen. Bitte. Ja, tschüss. Alter, mein armes Leben. Mein armes Zimmer. Und wir haben eine Küche. Ja. Oh, da kommt noch mehr Sven. Ich habe keine Lust mehr. Ja. Wie viele Zombies kommen denn hier? Ganz viele. Ich bin auch gleich bei euch. Diese Küche ist schon mal geil. Da haben wir viel Stauraum. Ja. Ich sehe meinen Rucksack blinken. Oh, wie schön. Ja, aber irgendwas klopft hier gerade. Ich glaube, ich kann Dynamit machen. Schon? Ich habe auf jeden Fall die Anleitung gefunden gerade. Ja. Wo ist mein Rucksack? Ja, noch für Käse. Ich bin schon wieder voll. Wer macht denn hier so einen Krach? Weiß nicht, wer macht hier voll den leer? Unschuldig. So. Okay. Ich finde das Haus echt schön, ne? Und ich möchte ganz gerne das hier haben. Ach du Scheiße. Sven oder Bibi, ja. Beide, ja. Kommt ihr mal bitte zu mir. Komm ich denn da hin? Ja, einfach hier rum. Du musst durch mein Schlafzimmer, was jetzt kaputt ist. Können wir da lang? Was ist das? Warte auf Bibi, ja, die Treppe des Todes. Komme. Was denn da? Ja, Dachboden. Oh ja, Dachboden sind immer irgendwie. Ihr macht das, mein Leben ist nämlich nicht mehr unter uns. Ich bin auch bald tot. Hat jemand Essen dabei? Tatsächlich, ja. Ich muss erstmal. Oh Gott. Wo sind die denn auch da? Oh Gott, ich habe nicht genug Ausdauer. Oh Gott. Was ist denn das für ein Krach? Es sind ganz viele. Oh, da kommen drei Stück, kommen noch, Vorsicht.
Ist das bei euch? Ja. Muss ich euch helfen? Ich brauche kurz noch ein bisschen Ausdauer. Ach du! Ha! Ligalala! Den habe ich die Beine gebrochen. Ich wollte Bibi schlagen. Okay, lass sie mal runterkommen. Hey! Mach denn da die Tür zu? Bums. Brauchen wir mein Baby, du bist drin. Komm rein. Wir müssen die Tür zumachen. Warum? Weil hinter uns ein Dicker kommt. Ich jetzt? Yep. Ich bin überladen, das ist mein Problem gerade. Dann pack die doch hier in den Mülleimer. Passen Sachen rein. Oh oh. Ach du Scheiße. Ach, der Hudebund? Ich komm nicht an den ran, Bibi ist im Weg. El Schwablo, ey. Mach das schon. Oh oh. Ich will nicht angekotzt werden. Ey, der kotzt, glaube ich, auch nicht. Aber ich bin schon wieder tot. Oh, ich werd halt. Oh nein, nein, er frisst schon wieder. Oh Gott. Was? Oh Gott. Kommt der auf einmal her? Ins Weg. Puh, ey, aber irgendwas ist oben immer noch Party? Ja. Echt? Aber waren ziemlich viele. Die müssen doch alle runtergekommen sein, oder? Dann brauchst du nicht was zu essen? Ja. Naja, komm mal her. Irgendwer hat hier an der Tür rumgeklopft, ey. Kann dir drei Fleisch geben. Hier in dem Schrank. Pack ich dir das mal rein. Nice. Wie stressig ist das denn hier alles? Die machen unser Haus kaputt. Wer macht denn hier Radeldadat? Ja, zu Fuß ist alles viel schöner. Oh, ich liebe das Haus. Ich will das haben, tatsächlich. Ja. Komm mal, was wolle. Ich bin heute schon das zweite Mal gestorben. Ey, ich werde mich auch gleich in den Tod stürzen, tatsächlich. Es ist so schön. Nach Hause. Aber warum? Zu gehen. Was, warum? Was? Wie? Warum willst du dich in den Tod stürzen? Weiß es doch auch nicht. Damit man die Ausdauer wieder hat. Bibi, ja. Du hast nicht zufälligerweise einen Dietrich dabei, ne? Nee, hab ich gerade schon. Das ist eine verstärkte Truhe. Nee, tut mir leid. Hab ich auch nicht dabei gehabt. Bin auf dem Dach. Gab's da auch Dietriche? Nee. Zu Hause haben wir einen Dietrich in der alten Butz. Oh, das wusste ich nicht. Den hätte ich mitgebracht. Hier gibt ganz viele Leute. Igitt. Ich hab Mai. So. Die Bibi kommt. Schubidubidu. Eine Axt gefunden. Also so eine richtige Axt. Wir müssen uns gleich mal verstecken, Leute, weil wir haben schon wieder 18 Uhr. Ich wollte das nur mal so anmerken. Aber müssen wir uns verstecken? 22 Uhr. Muss ich mich mal eben ganz kurz hier Klo stellen. Die Klo, Bibi. Ja. Die Klo, Bibi. Und mal eben kurz was ändern. Wartet mal eben. Da, Lidl, da. Die Bibi ist da. Du. Boah, wie stressig, ey. Gibt es eine Möglichkeit, alle Sachen, die man nur zerlegen kann, mit einem Klick zu zerlegen? Ja, mit S. Mit F? S. Mit S kannst du die Sachen normalerweise zerlegen. Ja gut, aber du musst es erst anklicken. Aber ich meine, dass es alle, die keine weitere Funktion haben, nur zum Zerlegen sind. Nehme ich ja nicht aus. Nee, glaub nicht. Ich glaube, du kannst halt alles Mögliche für irgendwas benutzen. Echt? Nägel auch, ne? Nägel kannst du Kisten und sowas rausmachen. Ja, das stimmt. Da steht ja immer Rezepte. Ja, da steht ja Rezepte, aber wenn jetzt nur zerlegen zur Auswahl steht. So. Wollen. Dann nicht.
Lili, stupidu. Verlegen. Stupidu, stupidu. Warum kann ich einen Kiefersamen ausrüsten als Waffe? Kannst du mit, glaube ich, zuschlagen. Bringt zwar nicht ganz so viel, aber. Kann man ja trotzdem machen. Ja, okay, ey, krasse Butze hier, ne? Ja, ne? Die können wir jetzt ausbauen, oder was? Wie geht denn das? Ja, indem du dir einen Hammer baust und dann halt erstmal Holz holst, dann diese Holzformen. Genau, Holzformen machst und die kannst du dann halt immer weiterentwickeln. Erst jetzt ein Holzgerüst, dann wird es ein Holzblock, dann kannst du aber unbedingt eine Schmiede die machen. Rahmenformen damit waren das. Ja, Rahmenformen, genau. Aber dafür brauchst du auch keinen Hammer. Doch, zum Aufwerten. Also irgendetwas will uns hier immer noch töten. Ja, die kommen jetzt alle von draußen, ne? Ja, können wir die auch irgendwie abhalten, dass die hier hinkommen? So ein bisschen zumindestens. Probieren. Alter, das klingt ja alles irgendwie nicht gesund, was ja von Stacken geht. Ey, ich weiß. Komm, steh auf, du Hund. Ein Zaun wäre halt nicht schlecht erstmal, ne? Ja, aber das kannst du fast knicken. Kannst du knicken? Ja. Warum? Weil du den reißen sie dir so wieder weg. Was, wenn wir einen Graben bauen? Ja. Du kannst auch buddeln. Wie kann ich denn jetzt meine Form bearbeiten? Jetzt habe ich die zu Stein gemacht. Mit Tab, glaube ich. Ach so, nee, dann kannst du das nicht mehr. Nee, du musst diese Rahmenformen machen. Die haben an der Seite diese drei Zeichen, weiße mit drei Zeichen, die kannst du auch verändern. Mit Tab und R oder so. Ja, das ist genau. Du musst auf R drücken und dann zeigt er dir an, wie du die verändern kannst. Ja. Ach, scheiße. Ich bin halt echt dafür, dass wir in Graben bauen, Bibi. Weißt du, wie lange das dauert? Ja, ich habe einen Biker vor der Tür und ich habe noch 22 Leben. Oh Gott. Ich bin schon das zweite Mal gestorben. Ich möchte nicht schon wieder sterben. Na, verstehe ich. Okay. Weiß ich Gott. Aua. Wo bist 9? Du überhaupt? Oh, draußen. Ich geh nochmal rauf. Was? Auf dem Dachboden lässt es sich aushalten, aber dazu müsste man dann nachher. Ja, da oben ist echt cool. Ja. Ich bin tot. Ich bin tot. Doch 9. Leider ja. Oh, der Bauprofi, ey. Das zeigen wir besser keinen. Ah, schön. Hey, wo bin ich denn jetzt gelandet? Riese. Ach so. Ja. Okay. Okay, meine Damen und Herren, das war's schon wieder für heute, für die heutige Folge. Ob wir unsere Base hier jetzt ein bisschen ausbauen können, man sieht, ich habe schon ganz gut angefangen hier. Das seht ihr beim nächsten Mal. Nein, war keine Ironie. Ich bin hier der Mauerbauer. Oh, scheiße. Ja, in dem Sinne, meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne noch ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Bye, bye.